Hallo liebe Leute und willkommen zu meinem nächsten wunderbaren Let's Play. Ich bin der Dry und will euch heute mal No More Heroes zeigen. Und dafür starte ich das Spiel doch mal direkt. Ich habe schon lange Zeit vorgehabt, dieses Projekt irgendwann mal zu spielen. Da das ja eigentlich größtenteils ein Let's Play Together Kanal ist, den ich mit Teddy zusammen betreibe. Und wir haben uns überlegt haben, dass wir so jeweils ein Solo-Projekt laufen lassen. Hatte ich erstmal zwischen Little King Story und diesem Spiel hier geschwankt, da ich ersteres dann erstmal genommen habe und jetzt momentan so viel Zeit und Ruhe habe, noch ein bisschen mehr aufzunehmen, habe ich mir gedacht, so, jetzt setzt du deinen Traum mal um und versuchst dieses wirklich geniale Spiel, was leider nicht so viele kennen, ja, mal vorzustellen und mal durchzuziehen und ich schau mal, wie weit ich komme in der Zeit. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 2-3 Tage Ruhe und versuche da jetzt möglichst viel aufzunehmen. Und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, ob da noch ein Intro kam oder nicht. Oder ob ich erstmal ein Menü hatte. 2000 würde ich mir wünschen. Denn das Spiel habe ich, glaube ich, zuletzt vor 5 Jahren gespielt, als es rauskam. Also 2008 wäre das. Ja, drücke A. Gut, das sieht auch schön aus. Dann kann ich hier den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich habe irgendwie im Kopf, dass man storymäßig nur alles sieht, wenn man mindestens auf mild spielt. Ich habe damals, glaube ich, 2 Durchgänge machen müssen, deswegen erstmal auf süß angefangen, da ich meine Fähigkeiten ja kenne. Aufmerksame Verfolger des Kanals wissen das zu gut, dass mittlerer Schwierigkeitsgrad meistens schon so heftig für mich ist, aber in dem Fall wähle ich das hier mal an. Ja, und anscheinend sind wir direkt im Spiel. Oder? Das tatsächlich, ich kann mich schon bewegen und wow, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Ich habe jetzt den zweiten Teil gespielt, vor einem guten halben Jahr, was mich dann endgültig zur Entscheidung gebracht hat, diesen Titel hier vorzustellen, aber das ist echt anders, als ich es in Erinnerung habe. Gut, also wir sind Travis Touchdown, der Kerl, der da oben rumläuft. Und wir sind eine ziemlich coole Sau, wie man es an unseren Klamotten erkennen kann. Zur Story will ich jetzt eigentlich noch gar nicht zu viel sagen, denn momentan macht das noch wenig Sinn. Wir setzen uns erstmal auf unser sehr dezentes Bike und sehen einen coolen Ladebildschirm. Das sieht doch mal nach Intro aus. Because I met this smoking hot chick last night at the deathmatch bar. Man, she smelled good. So being the gentleman I am, I bought her a drink. Anywho, I decided to get a job. The gig? Assassinate the Drifter. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was, this cat. Well-dressed, cool, couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's stylish, fast, aggressive, and packing heat. Bada bing. Or at least it was supposed to be. Till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an agent with this Whatchamacallit Association. Congratulations. You are certified as the 11th best hitman. How about getting rid of the 10 killers above you and aim for the top? I want to be number one. How's that? Short and simple enough for you? It's gonna be a long, hard road. But who knows? Could kick ass. Could be dangerous. Could totally suck. What do you say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. And for you there holding the Wii remote right now, just press the A button. Let the bloodshed begin. Okay, mach ich. Ja, das ist die Story von No More Heroes. Wir sind unfreiwilligerweise ein Auftragskiller geworden und sollen jetzt momentan auf Platz 11 gelistet so nach und nach alle über uns platzierten Assassinen ausschalten. Und als Waffe dafür haben wir, wie wir gleich sehen werden, dieses schöne Beam-Katana, das der gute Travis anscheinend bei einer eBay-mäßigen Online-Aktion ersteigert hat. Yo, help me out here. Where's this death metal dude? Bad answer. Ja, und daran erkennen wir auch schon, dass das Spiel zumindest nicht sehr ernst genommen werden sollte. Dann ziemlich abgedreht Humor hat.
Und Travis ist einfach ein cooler Typ. Ich muss noch dazu sagen, dass das Spiel eigentlich nicht so geschnitten ist, wie man es hier jetzt sieht. Also in der Originalverfassung in Deutschland kam es leider nur so raus. Mit diesen schwarzen Wölkchen, die ihr gesehen habt, eben als wir, einen dieser Kerl hier aufgeschützt haben, wie das hier auch. Der Nachfolger ist seltsamerweise komplett umgeschnitten. Also das heißt dann, was hier schwarz ist, ist im Nachfolger schön rot. Und ja, man sieht auch schön die einzelnen Körperteile sich voneinander abtrennen. Also ich habe nicht ganz den Sinn dahinter verstanden, warum der Part hier zensiert wird und der Nachfolger nicht. Der erste Teil kam auch jetzt nochmal, ich glaube vor einem guten Jahr, für die PS3 raus, mit aufgehübschter Grafik und allem drum und dran und ich glaube so ein paar extra Sachen noch. Aber anscheinend auch zensiert, wie ich es mitbekommen habe. Ich konnte es wie gesagt nicht nachvollziehen, aber als das Spiel damals rauskam, da war ich glaube ich so 16 rum. Und noch ein ziemlicher Schisser, was so die ganzen Splatter-Dinger anging, habe ich mich dann doch ziemlich drüber gefreut, dass es geschnitten wurde und ja. Vor allem bei den Bosskämpfen ist dann, wenn man den Kampf gewonnen hat, nochmal eine schöne Sequenz, wo die meistens relativ brutal hingerichtet werden. Und ja, sieht man hier in meinem Durchgang natürlich dann nicht so wirklich, aber ich habe mir überlegt, dass ich dann einfach die Originalvideos dann nochmal drunter verlinke. Es gibt ja massig auf YouTube, die es dann hochgeladen haben. Und ja, dann könnt ihr halt selbst aussuchen, ob ihr euch das angucken wollt oder nicht. Ich habe es damals irgendwann gemacht und im Endeffekt, gut, das ist meistens immer schlimmer, als man sich vorstellt. Und vor allem bei dem Spiel ist das ja relativ übertrieben gemacht, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen kann. Der zweite Teil, der war dann auch irgendwie relativ gemütlich eigentlich zu spielen. Ja, wir sehen ja eigentlich schon das Standard-Gameplay in den Arenen oder Anwesen der 10 Assassinen, die über uns stehen. Wir laufen hier rum, haben unser Katana und ja, hauen halt alles weg, was uns so im Weg steht. Wir können auch diverse Sachen einsammeln, also Pizzastücke füllen oben links die Gesundheit auf. Rechts diese Leiste ist die Batterie von unserem Katana. Ich glaube, wenn ich auf 1 drücke und dann meine Remote rumschüttel, kann ich sie wieder aufladen. Das ist ein cooler Akku, muss ich sagen. Rechts seht ihr hoch und tief, das ist einfach, wie ich die Remote gerade ausrichte. Also so halbwegs Bewegungssteuerung, nur Schwingen bringe ich. Man muss schon den A-Knopf drücken, um dann mit dem Schwert zuzuschlagen. Mit Z kann ich anvisieren. Und ja, mit C kann ich die Kamera in der Nähe positionieren. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich langlaufe. Könnte aber der richtige Weg sein. Ja, das sieht gut aus. Doch diverse Sachen zum Einsammeln und das Spiel wird auch nicht die ganze Zeit so aussehen. Das ist nämlich überraschenderweise ein kleiner Open-World-Titel sogar. Jetzt nicht so in dem Maß, wie man es von GTA oder sonstigem kennt, aber es ist schon ganz schick. Was haben wir denn hier? Batterie aufgeladen, gut. Das ist doch praktisch und irgendwo sollte es ja einen Weg geben. Na wunderbar. Oh, hi Leute. Diese Einblendung mit den Pfeilen, die ihr seht, ist, wie ihr es wahrscheinlich schon denkt, einfach noch eine Bewegungsanweisung, die man dann mit der Wiimote ausführen muss. Und wenn zufällig bei diesem Finisher-Move noch ein Gegner im Weg steht, dann ist er halt direkt auch schon erledigt. Solange es halt ein normaler Gegner ist und kein stärkerer, denn was ihr hier seht, ist natürlich nicht die Schwierigkeit durchs ganze Spiel. Das ist eher das Einstiegslevel. Aber schick sieht's ja schon aus, ne? Ich meine, das ist von Suda51 geschrieben und gemacht. Hat ja schon diverse Spiele wie Killer7 oder der aktuellste, so bekannteste Titel ist ja glaube ich, wie heißt es, Lollipop Chainsaw, wo er dran beteiligt war. Ist immer so ein bisschen abgedreht, interessanter Humor und anscheinend habe ich gerade irgendwas aktiviert. Ich glaube, man hat das manchmal so durch Zufall, dass man auf einmal so eine Art Berserker-Modus hat, wo man relativ flott alles aus dem Weg räumen kann, was einem so entgegenkommt. Ja, und viele Leute kritisieren, dass das Spiel teilweise so ein bisschen unabwechslungsreich abläuft. Man kann es teilweise nachvollziehen, aber im Endeffekt, es macht irgendwie Spaß. Man rennt hier rum und schnetzt sich durch die Gegend und hat coole Moves und macht ein paar Finisher und nach und nach schaltet man auch noch ein paar extra Moves frei. Also ich fand es eigentlich unterhaltsam und das Prunkstück von dem Spiel ist einfach die Story und der abgedrehte Humor, die ganzen Charaktere, also das werdet ihr alles schon noch gleich sehen. Falls ich denn mal beim Boss ankommen würde, ich glaube, das ist schon wieder der Weg nach unten, den ich eben hochkam,
Oder so. Ja, genau. Hier kam ich an. Hier ist kein Weg, also muss ich nach links weiter. Kann ich jetzt schon sagen, dass es... Dass wir nicht ewig so rumlaufen. Es gibt noch verschiedene Schwerter zu kaufen. Es gibt noch verschiedene Klamotten zu kaufen. Also es ist schon... Es bietet schon viel Abwechslung. Hatte auch erst nur überlegt, ob ich das an einem Wochenende durchziehen könnte und hatte so im Kopf, dass ich damals vielleicht so höchstens 8 Stunden dran gesessen habe, aber nachdem ich mich gestern mal so im Internet ein bisschen umgeguckt habe, so 12 Stunden scheint es mindestens zu gehen. Bin ich mal gespannt, zu wie viel ich komme. Hi! Tadadada, wunderschön. Muss mich gerade mal... Ah! Sieht das noch final aus? Zumindest ist da ein Durchgang. Ich glaube, es ist eigentlich überall hier in den Levels so, dass man immer erst durch diese Türen durchstreiten kann, sobald man alle Gegner besiegt hat. Ich glaube, es gibt es eigentlich nie, dass man irgendwas anderes machen kann, / schon mal weiterkommt, bevor man genügend schwarzes Pixelblut verteilt hat. Gesundheit hergestellt. Also mit Hahn ist es wirklich noch schön simpel. Und ich hoffe, dass wir gleich mal das erste Highlight sehen, nämlich den schönen Bossfight. Die dann auch deutlich anspruchsvoller sind als dieses Rumgedudel hier am Anfang. Na, habe ich alle erledigt? Nein, da ist noch einer. Achso, gut. Und teilweise sollte man dann auch mal die Höhen anpassen, denn manche der Gegner können auch blocken. Boah, schüttel, schüttel, schüttel. So, und weg mit mir. Das könnte man selbst noch blocken konnte, aber ich meine eigentlich nicht. / ich glaube, man musste einfach nur das Schwert in der entsprechenden Höhe halten, um blocken zu können. Kamera drehe ich mit dem Steuerkreuz und ansonsten meine ich, gibt es keine andere Taste mehr dafür. So, erster Checkpoint erreicht. Und ich glaube, allzu weit bist du auch gar nicht mehr. Jo, ist wirklich so ein Spiel, dass man vor allem für sich einfach mal ganz gemütlich, ich hab irgendwas freigespielt, ganz gemütlich einfach mal zocken kann, hier ausschalten, durch die Gegend laufen, alles schön verkloppen, was man so sieht und ja, es ist einfach, es macht Spaß. Und ich glaube, wir sind anscheinend inzwischen zum Super Saiyajin geworden oder so, möglicherweise, nach den Haaren zu urteilen. Nette Sache. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Gesundheit. Gut. Ich finde es auch schön, dass die ganzen Level dann da so nach gewissen Themen geordnet sind. Das erste ist halt jetzt nichts besonders Aussagekräftiges, man will ja erstmal ins Spiel reinkommen, ein bisschen die Steuerung kennenlernen und den ersten Boss erledigen, der jetzt nicht so wirklich im Gedächtnis hängen bleibt. Batterie ist praktisch, jetzt hätte ich gerne die Batterie auch genommen. Aber gut. Ja? Kommen da jetzt Leute reingestürmt? Hallo? Wahrscheinlich. Sonst gibt es ja auch, wie gesagt, diverse Sachen zum Sammeln. Diese Sammelkarten, ich weiß gar nicht mehr, ob man die sich irgendwo angucken konnte später. Ist wie gesagt schon eine Weile her. Sozusagen ein halbes Blind-LP, was ich hier mache. Irgendwie konnte man doch auch ausweichen, dachte ich. Könnte auch sein, dass ich mich total vertue. Testen. Also wenn man im Kampf ist, A, B bringt ja nichts. Achso, klar, mit B kann man noch treten. Das macht die Leute teilweise mal bewegungsunfähig, wenn man gut durchkommt. Ah, gut, wenn man anvisiert und dann mit dem Steuerkreuz drückt. Dann kann man sich wegrollen. Alles klar. Hat mich schon gewundert. Du bist kacke, man schießt hier nicht. Hallo, Schwerter. Wie echte Männer kämpfen. Sollte auch noch heute sein, wenn Menschen unbedingt Krieg führen wollen, dann macht das wenigstens mit Schwertern und lasst eure Anführer gegeneinander kämpfen, aber nicht dieses Schusswaffen und sonstige Massenvernichtungsdinger, die... Wow, das war ein cooler Move. Wie habe ich den gemacht? Ja, die absolut nichts mehr mit Können oder sonstigen zu tun haben. Da lobe ich mir doch, wie ein Assassin zu kämpfen. Wobei Assassine für mich immer sowas Dezentes hatte und nicht dieses, hey, ich bin da, ich habe ein Laserschwert und ich schlachte alle eure Fachmänner ab. Habe ich jetzt eigentlich das Ende erreicht? Na, 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 na? Nein, ich glaube noch nicht.
Oder? Nur der Abschnitt geht länger, als ich dachte. Interessant. Muss mal gerade gucken, ob es irgendwo eine Karte gab, aber nö. Ich glaube, man stellt meinen Katana auf. Jo, und dann sollte doch mal ganz langsam der gute Death Metal vorbeikommen. Ah ja, und unsere Auftraggeberin, die gute Sylvia, ruft uns zwischendurch gerne mal an und dann hören wir doch mal zu. Ja, ich bin der Mann, Tigerauge, oh yeah. Ich mag diese Wörter. Kopf abliefern, alles klar. Ich glaube, irgendwo konnte man einstellen, dass man auch Ton hat. Auf den Richtungsgarten des Wahnsinns, alles klar. Ich schau gerade mal, ob ich noch irgendwo ins Menü kam. Ja, aber ich glaube, da sieht man eigentlich nur meinen Status. Nebenjob. Konfiguration, das könnte auch noch passen. Musik, okay. Untertitel an, Lautsprecher. Ein Wii. Nee, den mache ich aus. Normalerweise würde das jetzt hier so ganz cool sein und man hört Silvias Stimme durch die Wiimote. Nur da ich die Sounds da eigentlich immer ausstelle, weil mich das Gludel meistens nervt. Könnt ihr sie jetzt nicht hören, aber ab dem nächsten Level klappt das dann. So, dann in der Regel sind hier nochmal gerade schön Batterien und Pizzastücke, damit man sich vom Bosskampf nochmal auffüllen kann. Und jetzt sehen wir eines der absoluten Top-Elemente des Spiels, nämlich wie man speichert.